Hallo, hier bei Jonas Landleben und Küche. Heute sind wir wieder in meinem Garten. Ich will heute mit euch anfangen, das Hochbeet aufzubauen. Es sieht um mich herum noch ganz, ganz polterig aus. Aber heute wollen wir halt die erste Seite vom Hochbeet aufbauen. Dazu brauchen wir eine Wasserwaage, einen Akkuschrauber, mehrere Bits, einen Ersatzakku und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Erde und noch ein langes Brett zum Ausnivellieren. Aber das schauen wir gleich mal. Ich habe hier schon meine 4-Euro-Paletten hingelegt. Die haben auch schon auf der Rückseite ein Brett. Das könnt ihr dann sehen. Hier unter kann man sehen, habe ich auch schon einen Film zu gemacht, habe ich Gehwegplatten verlegt, damit ich jetzt, wo es noch ein bisschen matschig ist, trockenen Weges dahin gehen kann. Was wir noch brauchen heute natürlich sind jede Menge Schrauben. Und um sie erstmal pro forma zu befestigen, habe ich hier so Holzklötzchen, wo ich eine Palette nachher mit der anderen erstmal zusammenschraube, bevor ich sie von außen richtig fixiere. Weil ich sicherlich zwischendurch immer noch mal wieder so ein bisschen ausgleichen muss. Ich muss mal schauen, wie das mit dem Untergrund hier so geht. Hier kommt halt dieses große Hochbeet hin. Das hat vorher weiter dort drüben gestanden. Aber ich habe halt so eine super große Ernte gehabt, dass ich jetzt das Hochbeet einfach doppelt so groß machen möchte. Also 4 Euro Paletten lang und nicht nur 2. Und davon werde ich also noch mehrere Hochbeete hier bauen. Doch jetzt fange ich mit der Euro-Palette erstmal an, stelle sie auf. Und dann werde ich mit der Wasserwaage gucken, dass sie auch wirklich im Wagen steht. Ich habe jetzt ein paar Handschuhe angezogen und habe jetzt hier unter nochmal Steine gelegt, weil ich so viel noch ausgleichen musste und mit Erde wäre das wieder weggerutscht. Man kann jetzt ganz gut, hoffe ich, sehen, es ist schön in Waage. Und jetzt können wir das nächste Teil aufstellen. So sieht das Ganze jetzt von der anderen Seite aus. Ich habe das jetzt gen Süden ausgerichtet, damit die dunklen Platten auf die Wärme noch so ein bisschen anziehen. Hier oben kann man wieder sehen, es ist jetzt gut ausnivelliert. Ich nehme mir jetzt so 2 Holzstückchen und verschraube es erstmal, damit mir nicht hier wieder umfallen. Meine 4 Seiten stehen. Das ging eigentlich relativ fix. Jetzt wollen wir bei der anderen Seite das Netz, was ich unten einarbeiten werde, verlängern, weil es nicht ganz reicht leider. Wir haben jetzt hier so einen feinmaschigen Kükendraht. Ein Stück fehlt, wo ich hier gerade hocke. Jetzt habe ich mir schon ein Stück dazu besorgt und das wollen wir jetzt mit einem rostfreien Draht verflechten und dazu brauchen wir dann auch so eine Gartenschere, um den Draht durchzutrennen. Ich habe meinen Draht jetzt ausgerichtet, liegt hier so ein bisschen über, aber ich habe halt den Spielraum, deshalb lege ich es einfach drüber und jetzt verflechten wir es hier mit dem Draht. Ich habe die Handschuhe ausgezogen, weil ich ohne Handschuhe einfach mehr Gefühl habe. Ich habe es jetzt hier am Ende festgemacht. Ich mache es auch nicht ganz so lang, dann nehme ich lieber noch mal ein neues Stück und flechte jetzt alle paar Löcher, ziehe ich den Draht durch. Und dann wieder zurück. So wie beim Nähen ist ein bisschen aufwendige Geschichte, aber das ist ganz dringend notwendig, weil wenn ihr es nicht macht, dann können dann trotzdem die Wühlmäuse in euer Beet kommen. Das ist dann vielleicht einfach hochdrücken. Das mache ich jetzt bis ganz zum Ende. Ich habe das jetzt alles verflochten. Ich möchte noch mal was dazu sagen. Wir wollen hiermit keinen Preis gewinnen. Natürlich gibt es andere Varianten. Es geht einfach darum, aus Dingen, die man hat, andere Dinge zu bauen und um sie dann vielleicht später dann noch wieder für andere Dinge weiterverwenden zu können. Mein Netz ist fertig verwebt. Jetzt können wir anfangen und die andere Seite Wände aufstellen. Ich habe jetzt hier meine Platte. Im Hintergrund könnt ihr sehen, habe ich die Platte schon angebracht. Und da ich da sehr viel ausgleichen musste, habe ich mir jetzt hier schon gleich 2 Steine geholt, damit wir schön in Waage ausrichten können. Die Winkel habe ich ja auch schon liegen. Jetzt baue ich das erstmal dran, baue ich dann später wieder ab, nur damit ich halt die richtige Entfernung zu den ganzen Außenseiten bekomme. Jetzt habe ich hier lauter alte Leisten, weil diese Paletten sind halt durchlässig. Ich habe hier einen Kopf schon versenkt und das werde ich jetzt so reinschrauben. Nur damit die Erde nicht rausfällt, ich werde mein Hochbeet ohne Kunststoff bauen, weil Kunststoff Weichmacher enthält, die dann nachher in die Erde übergehen und das möchte ich halt nicht. Ich habe mir hier jetzt eine Schnur gespannt und zwar habe ich hier eine kleine Schraube reingedreht, damit meine Schnur fest ist. Auf der hinteren Seite genauso. Meine Hühner habe ich mal freigelassen, die dürfen noch mal ein bisschen wattern jetzt, damit ich weiß, wo ich jetzt meine Paletten aufstelle und zusammenschraube. So, wir haben es jetzt 18 Uhr, ich mache jetzt Feierabend. Sieht schon aus wie ein Hochbeet, hier muss noch ein Distanzstück rein, weil natürlich die Bretter ein bisschen länger sind als die Paletten. Aber da säge ich mir was zurecht und das füge ich dann jetzt hier ein. Und dann geht es morgen weiter.
Ich habe mit euch gestern die Außenwand fertig gebaut. Jetzt war ich gerade sägen. Und zwar werde ich jetzt diese Bretter einfach von innen hier reinstecken und verschrauben. Ist nur, damit die Erde nicht rausfällt. Wundert euch nicht, wir haben gerade ganz komisches Licht. Wir haben nämlich gerade Sonnenfinsternis und ist jetzt gerade auf dem höchsten Punkt. Dunkler wird es nicht, wird jetzt eher dann wieder heller. Ich möchte heute Morgen aber die Zeit einfach nutzen, bevor ich los muss. Und möchte das hier eigentlich fertig kriegen, damit ich es befüllen kann, damit ich hier Ordnung bekomme in meinem Garten. Meine geschnittenen Bretter, die habe ich jetzt einmal schon mal so ein bisschen eingepasst. Ich möchte ja nur, dass die Erde nachher nicht rausfällt. Also stecke ich die jetzt einfach hier rein. Das sind übrigens alles alte Teile. Diese Bretter hier, die waren schon mal verbaut. Das war vorher die Abdeckung, die oben drauf gelegen hat bei dem anderen Hochbeet. Das ist jetzt eine neue Leiste, wo ich was Neues bauen musste im Hühnerstall. So ein Reststück. Und das waren auch so Restbretter. Geschafft. Sieht aus wie ein kleines Puzzle. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde sie überhaupt nicht verschrauben, denn von innen kommt ja eh Erde vor und dann wird es eh nach außen alles gedrückt. Dann kann ich später einfach mal leichter auseinandernehmen. Jetzt gehe ich erstmal Kaffee trinken und dann muss ich gleich los. Heute wollen wir das Netz eintackern. Ich habe mir dazu ein schweres Gerät geholt, ist ein bisschen einfacher. Jetzt richten wir das Netz erstmal aus und dann machen wir es fest. Das Netz liegt jetzt noch ein bisschen wirr drin. Ich werde es jetzt gleich ausrichten und genau anpassen. Bei den Luftdruckpistolen ist ganz, ganz wichtig, die haben hier unten so eine Sicherung. Das ist echt lebensnotwendig, denn man kann echt sich da sonst, wenn man nicht aufpasst, ganz doll mit verletzen. Ich mache jetzt die Sicherung weg. Jetzt drücken wir das Netz ganz dicht an die Palette, gucken, dass wir eine Querverbindung finden und schießen fest. Genauso macht ihr das hier oben drauf. Und hier oben. Ihr müsst es also wirklich komplett an die Palette machen, damit nachher keine Maus da durchklettern kann. So sieht das jetzt aus. Ich habe es hier unten festgetackert, hier oben. Und dann hier hoch, schön eng und glatt, damit keine Maus da einen Weg hindurchfinden kann. Ich habe jetzt hier ein bisschen knifflige Ecke, weil die Bretter auf den Paletten länger sind als die Paletten. Ich habe jetzt hier einfach den Draht mit der Schere aufgetrennt, schneide ihn aber nicht komplett ab, sodass wir später, wenn wir das Netz nochmal anderweitig gebrauchen wollen, einfach das hier wieder rausziehen, mit einem anderen Draht wieder verbinden können. Jetzt drücke ich das hier genau rein, dass wir auch hier alles absperren können und tackere das jetzt so fest. Geschafft. Ringsrum alles vertackert, mäusesicher gemacht. Jetzt werde ich erstmal im Baumarkt fahren und nochmal für die Versteifung außenrum was besorgen. Hallo, guten Morgen. Mein Hund Pelle, der ist auch wieder mit dabei. Wir wollen heute zum Schluss kommen mit dem Hochbeet. Gestern haben wir jetzt von innen das Netz reingetackert und heute, ich habe ja gesagt, ich besorge noch Winkel im Baumarkt, habe ich gemacht. Zwar sind die auf einer Seite länger. Da will ich jetzt von außen versteifen. Letztes Jahr habe ich von innen versteift und habe dann gedacht, oh, schraube ich auseinander, damit es auseinanderfallen kann. Ging ja gar nicht, weil es von innen verschraubt war. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Druck auch so klappt, dass sich der Druck ein bisschen gut verteilt durch meine Verschraubung von außen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Da ich meistens alleine baue, habe ich mir jetzt hier noch ein paar Steine dazu geholt, wo ich jetzt meine Leiste ausrichten kann. Und zwar genau bündig mit dieser Kante hier oben. Jetzt müsst ihr gucken, dass hier hinten das bündig ist. Und das werde ich dann noch anheben. Deshalb, ich schraube jetzt hier eine Schraube rein und dann richte ich mir die Leiste hinten auch noch aus. Auf dieser Ecke hat die Leiste nicht ganz gereicht. Ich gehe jetzt gleich rüber und säge mein Endstück zu auf passende Länge. Da muss das ab, da hinten, beim Verschrauben. Ich habe jetzt hier in meiner Sammelsurium-Kiste Schrauben rausgesucht, die nicht durchstechen bis innen, denn wenn die durchstechen, könnt ihr euch ganz arg verletzen. Bei der oberen Leiste machen wir das genauso. Die stütze ich jetzt hier mit einer Leiste ab. Die Verlängerung habe ich zugeschnitten und angeschraubt. Ich soll mich nochmal Schrauben kaufen. Die geht auch in einem Marmeladenglas oder beziehungsweise ist das jetzt hier ein Joghurtglas gewesen zum Abfüllen. Ja, Dicker, hi! Das ist kein Leckerli. Jo. Jetzt nehme ich meinen Winkel
Die kurze Seite setze ich hier an das lange Beet und die lange Seite auf die kurze Beetseite. Die Winkel sind jetzt alle dran geschraubt und jetzt nehme ich die kleinen Winkel weg, weil dann kann ich damit noch ein anderes Hochbeet bauen. Ich habe jetzt den hinteren Teil aufgeschraubt wieder, sodass ich mit meiner Schubkarre ganz bequem bis reinfahren kann und meine Äste abladen kann. Nicht wundern, das sind schon ganz, ganz alte, morsche Wurzeln. Die kann man so schon mit der Hand zerbrechen. Schubkarren voll groben Holz reingefahren. Jetzt werde ich erstmal die Rumpelstiezen ein bisschen hier drauf rumtanzen, damit das noch ein bisschen einsackt. Und dann gucke ich, wie hoch ich noch aufschichten kann. Ganz schön, dass ich puste. Ganz schön zusammengesackt. Ich kriege auf jeden Fall das, was ich reinkriegen will, hier rein. Nach der Schicht mit den groben Ästen kommt jetzt die Schicht mit dem feineren Geäst. Um jetzt den Rest vom Hochbeet vernünftig befüllen zu können, mache ich gleich die Klappe zu. Ich habe jetzt die erste Schicht des kleinen Materials bzw. der dünnen Äste jetzt drin. Dicker, komm! Und jetzt mache ich einfach die Klappe zu, wird verschraubt und dann kann ich ordentlich befüllen von oben. Boah, ich habe jetzt echt das ganze Gestrüpp hier drin. Jetzt werde ich da gleich erstmal wieder reinsteigen und so ein bisschen rumspringen, damit das alles ein bisschen verdichtet. Dankeschön. Die nächste Schicht, die jetzt ins Hochbeet kommt, das ist der Kompost vom letzten Jahr von mir. Und das ganze grobe Material, was oben drauf liegt, kommt jetzt als nächste Schicht ins Hochbeet. Auch alles, was hier jetzt anfällt, an Gestrüpp, Gesträuch, wird die nächste Schicht im Hochbeet. So, heute ist Tag der Tage. Das Beet mache ich jetzt voll Erde. Erst kommt ein bisschen gröbere Erde rein und oben siebe ich die Erde nochmal durch, sodass ich obendrauf ganz, ganz tolle, feine Erde habe. Drei Viertel bin ich fertig geworden. Jetzt muss ich abbrechen, weil es anfängt zu regnen. Eins möchte ich euch noch zeigen. Ich habe hier eine Rampe gebaut mit 2-Euro-Paletten. Ich habe erst mit 3-Euro-Paletten gearbeitet. Dann habe ich die Steine, die hier unterliegen, gelegt. Jetzt brauche ich nur noch 2. Und von einer Euro-Palette habe ich die Füße abgeschlagen. Das wird übrigens eine Außenwand für das Hochbeet, was hier daneben gleich entsteht. Die Sachen habe ich dafür schon hingelegt und dann geht das da mit dem Bauen gleich weiter, nur zur kleinen Hilfe. So kann ich die Rampe hochfahren und kippe einfach meine Schubkarre komplett in mein Beet und kann es dann im Stehen verteilen und brauche nicht mit der Schaufel oder mit dem Spaten alles wieder einzeln aus der Schubkarre Schaufel für Schaufel da rein zu bringen. Um das Beet jetzt komplett fertigzustellen, habe ich jetzt hier an den Rand 2 Leisten gelegt. Ein Brettmähgehul zum Abziehen und habe jetzt hügelig Erde aufgeschichtet, weil im Laufe des Jahres wird es ungefähr 20 cm absacken, dieses Beet. Und um das halt jetzt gerade abziehen zu können, nehme ich halt dies zur Hilfe. Die Leisten nehmt ihr dann weg und dann drückt ihr einfach so ein bisschen die Erde schräg fest. Und jetzt können wir anfangen mit Bepflanzen.